Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute den nächsten Teil des Playthrough dabei. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eine ganze Menge von der Versicherung wiedergekommen. Das, was wir so versteckt hatten, unsere Waffe, die wir dann quasi nicht mehr brauchten. Es ist sogar die AKM wiedergekommen gegen die beiden Pistilleros, die uns da weggemacht haben, wo ich ja schon so meine Bedenken hatte, ob das so ganz legit war. Also die ist auch wiedergekommen, die ist wieder in unserem Besitz. Also man sollte, keine Ahnung, was da passiert ist, aber das hat für mich wieder signalisiert, dass es doch immer auch sich lohnt, auch wenn die Versicherungspreise extrem hochgegangen sind, doch eine Versicherung zu nutzen. Aber ihr seht jetzt auch, dass wir keinen Platz mehr haben. Ich habe wirklich alles, was ich hier so an Rigs habe, aber hier könnten noch vier Sachen rein, da können wir noch was reinstopfen, aber ansonsten ist das hier, wie ihr seht, alles voll mit Zeug. Auch hier ist kein Platz mehr, da war noch ein Slot. Ja, also wir sind voll bis unter die Hutschnur. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, du musst dich jetzt auch mal von irgendwas trennen, du alter Elender, Tarkov-Messi, aber... Soweit sind wir noch nicht, weil wir haben jetzt eine Mission. Um nicht zu sagen, haben wir drei bzw. vier Missionen, die wir alle auf Customs erledigen können. Die RPK, die kennt ihr ja noch. Das ist die Waffe, die wir letztes Mal mit rausgeschleppt haben von dem Kollegen, den wir mit der VOG 17 weggeholt haben. Auch das AVS-Rig war von ihm, der Helm war von ihm. Ich glaube, der Tricep war auch von ihm, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also, wir sind ausgerüstet für Customs und wir gucken mal ganz kurz, was wir da zu tun haben. 15 Skeffs auf Customs töten, 25 Skeffs auf Customs töten. Das hier ist hier diese Polykim-Hobo-Mission, die führt zu nichts, aber die gibt trotzdem 7000 Erfahrungen. Es gibt auch ein bisschen Rubel dafür. Und wenn wir sowieso schon auf Customs unterwegs sind, am Skeff killen, die beiden Missionen kann man parallel sehr schön machen. Also jeder Skeff-Kill zählt dann quasi doppelt für die Mission. Dann müssen wir noch find some information about the chief, deputy chief's past. Das ist in so einem Waggon oberhalb der Selbstmordhalle. Und dann müssen wir noch 7 Juseks töten. Wenn das Customs-Büro offen ist, können wir da auch schon mal den Secure-Case rausholen. Dafür brauchen wir den Customs-Schlüssel. Da können wir mal ganz kurz gucken. So teuer kann der nicht mehr sein. Den könnten wir uns auch direkt einfach mal kaufen. Dann, wenn wir da vorbeikommen, Customs-Office-Key, so heißt der gute Schlüssel, 7000 bzw. 8000 Rubel. Das ist ja nichts. Das ist ja geschenkt hier und deswegen packen wir den auch gleich noch da bei uns hier in das Docs Case rein. Jetzt machen wir hier noch ein ganz klein bisschen Platz. Die Brille können wir aufsetzen. Das sorgt auch wieder für weniger Platzprobleme. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir heute keine Scav-Runde machen, weil ihr seht, wir haben eh keinen Platz zum Ausladen. Ich meine, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen rumschiften, die Waffen hier wieder in den Rucksack reinpacken. Aber im Moment würde ich sagen, geht es uns ganz gut und wir versuchen einfach über PMC-Runden was zu machen. Wir gehen jetzt hier 6.09 Uhr rein, versichern alles einmal. Ich habe jetzt hier 260er, 130er als Ersatz und nochmal ein bisschen Ersatzmunition mit dabei. Das kostet jetzt zwar 53.000, das Ganze zu versichern, aber wenn man dafür dann immer mal wieder eine Waffe wiederkriegt, dann denke ich, lohnt sich das in jedem Fall. Und eigentlich habe ich ja auch nicht vor, draufzugehen. Draufgehen nervt halt immer, aber jetzt bei so einer Mission, die wir haben, Kills, man muss es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Also man könnte jetzt natürlich auch rumlaufen und wirklich nonstop Hardcore reingehen. Aber gerade so als Level 12er ist das vielleicht eine Sache, die man jetzt noch nicht unbedingt so krass forcieren muss. Hängt natürlich auch davon ab, was habt ihr für Ausrüstung selber. Wir haben jetzt eine ganze Menge Ausrüstung noch im Stash rumliegen. Also kleine Luxussituationen. Aber trotzdem ist es natürlich auch schön, wenn man einfach, keine Ahnung, pro Runde so 5, 6 Scavs wegmacht, vielleicht noch 1, 2 Spieler und dann aber mit vollen Taschen rausgeht, anstatt dass man jetzt jedes Mal wie ein Vollirrer reinläuft. Das kann man später machen, wenn man irgendwann mal Level 40 ist und man hat alles, so wie ich das auf meinem Hauptaccount gerne mache, einfach schön dick anziehen und dann reingehen und von dem Loot der Spieler leben. Aber im Moment
wollen wir versuchen, unseren Wohlstand so gut es geht beizubehalten, die Missionen zu machen und ja, einfach schöne Runden, wo man vielleicht noch das ein oder andere wertvolle Zeug mit rausnehmen kann. Wie gesagt, wir haben hier auch noch zwei Missionen auf Customs, wo wir noch Sachen mit rausschleppen müssen. Einmal, wie gesagt, Informationen über die Vergangenheit von dem Chief finden in dem Eisenbahnwaggon. Und den 220-Schlüssel haben wir schon abgegeben, letztes Mal. Und dann müssen wir, wie gesagt, noch aus dem Customs-Büro oben was rausholen, was wir dann bei einem weiteren Raid irgendwann auf der Factory ablegen. Ich bin jetzt nicht so der große Factory-Freund, weil es in meinen Augen mehr so diese Call-of-Duty-Gameplay-Weise ist, aber hin und wieder mal eine Runde auf Factory, das schadet ja nicht. So, es geht los. Das ist übrigens auch die erste Runde mit dem neuen Patch. Es wurde heute, wo ich das aufnehme, am Montag gepatcht, aber es war kein Content-Patch, sondern es war ein reiner Bugfix-Patch. Im Forum findet ihr eine Liste mit den ganzen Patch-Notes, aber jetzt nichts, was irgendwie besonders erwähnenswert wäre. Wie gesagt, hauptsächlich waren es Bugfixes. So. Es ist noch relativ früh am Morgen hier in Tarkov. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt erstmal zur Roten Halle. Beziehungsweise gucken einmal, ob hier noch irgendwas jetzt direkt nach Dorms will. Weil ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich schlechte Sicht habe. Das heißt, ich werde dann hier lieber hinten durchgehen. So, mal kurz gucken hier. Da ist schon eine Flashbang geflogen. Das war hinten bei den Schienen. Ich muss hier jetzt bei der Tageszeit ein bisschen aufpassen mit den Schatten, dass man sich selber so ein bisschen im Schatten hält, nicht gesehen wird. Und vielleicht mal ganz kurz ein bisschen warten. Also Rote Halle ist ja auch immer so ein Thema. Kann sein, dass da welche drin gespawnt sind. Kann sein, dass sie dann, wenn sie da drin gespawnt sind, erstmal looten. Wir haben jetzt, wie gesagt, da hinten eine Flashbang gehört. Kann sein, dass bei den Garagen was gespawnt ist. Also im Moment sieht das hier noch. Das sieht so aus, das hört sich so an, als wenn da gerade jemand rübergelaufen ist. Also diese Tageszeit finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig, weil es halt extrem schwer ist, auf Distanz was zu erkennen. Nochmal kurz einen Horchhalt machen. Hier was rüberläuft, hört sich nicht so an. Mal kurz gucken, ob wir irgendwas vielleicht in der Roten Halle hören oder sehen. Hört sich aber auch nicht so an. Würde ich sagen, bevor wir jetzt zur Roten Halle gehen, gehen wir noch einmal durch die Garagen durch.
kurze Jacke. Hier war schon einer an der Jacke dran. Es kann natürlich dann jetzt gut sein, dass er hier noch irgendwo in den Garagen hockt. Oder dass er relativ früh gestartet ist. Hier war er nicht dran. Das heißt, er wird vielleicht durchgesprintet sein. Ist aber auch nichts Tolles drin. Umgeschalte M4. Kann natürlich jetzt entweder wieder ein Anfänger sein. Also am Anfang hier auf der Seite. Die andere Seite finde ich ehrlich gesagt besser, um aggressiv zu spielen. Hier auf der Seite alleine muss man halt entweder nach hinten gegen die Spawns fighten. Wir hatten jetzt Pole Position auf Worms. Aber wir wollen ja eigentlich noch das Ding aus der Halle rausholen. Also hier auf der Seite am Anfang aggressiv spielen, finde ich persönlich deutlich schwieriger als von der anderen Seite. Auto war auch noch keiner dran. Kann ja auch am Anfang dann erstmal ein bisschen looten. Und dann, wie gesagt, die Spieler, die wir dann nachher haben wollen, die laufen uns auch nicht weg. Die sterben halt gerade nur, aber wir wollen ja vor allem auch dann Scavs töten. Und unsere Mission machen. Ja, das war's. Scheiße. Kugel. Das brauchen wir nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur roten Halle. Wie gesagt, ihr hört das ja auch am Anfang, die Granaten. Das sind so Leute, wahrscheinlich High-Level-Spieler, die schon ohne Ende hier haben und die dann jetzt in die Highload-Spawns reinkrachen. Müsst ihr euch als Level 12er jetzt nicht unbedingt geben. Es ist halt immer so eine Sache, wann man halt so wirklich aggro spielen kann und wann man lieber sagen sollte, so komm, ich mach mal ein bisschen Piano und als Level 12er, da ist doch gerade, wenn schon so viel Zeit in einem Vibe vergangen ist, ist man ganz gut beraten, wenn man vielleicht am Anfang mal ein bisschen Piano macht. So, Tür ist noch zu. Hockt auch niemand, oder? Jetzt mal hier in die Tasche checken. Sieht ja auch so aus, als wenn hier noch keiner gewesen ist. Umso besser. So, das Plug brauchen wir später auch für eine Mission. Also wie gesagt, wenn man so häufig den großen Streamern, den Tarkov, zuguckt, dann sieht man natürlich dann immer, ja, das sind so Leute, die dann in 2 Tagen sich auf Level 40 pushen. Aber für den Normalsterblichen ist es halt nicht möglich, in 2 Tagen Level 40 zu erreichen. Und ihr wollt ja trotzdem irgendwie mitspielen. Und ihr wollt auch trotzdem, vorankommen, eure Missionen machen. Ihr wollt trotzdem vielleicht auch mal höhere Level erreichen. Und da würde ich euch immer den Tipp geben, macht am Anfang ein bisschen Piano. Da liegt ein Flash Drive einfach so rum. Jawohl, nehme ich. Danke. Könnt ihr auch in eure Doxcase reintun. Und wenn ihr dann irgendwann selber mit der Mission einigermaßen weitergekommen seid, euch eine gute Bankroll, also ein gutes Vermögen aufgebaut habt, dann könnt ihr immer noch anfangen, Wilder Westen zu spielen. Aber ich will euch hier halt
in diesem Playthrough auch zeigen, dass man nicht John J. Rambo sein muss und trotzdem mit akzeptablen Ergebnissen hier rauskommen kann. So, das ist das eine. Das Vlies brauchen wir nicht. Was hier hinten noch liegt, eine Ragbed, die kann man auch mitnehmen. Was hier noch drin ist. Das hörte sich gerade wie eine MCX an. So, hier hinten nochmal die Jacke machen. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt in die Runde starten. Ein bisschen Zeit verstreichen. Ist verstrichen. Komischerweise muss man sagen, die Scavs, die hier patrouillieren sollten, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Hier waren sonst früher immer 3-4 Scavs auf dem Gelände. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So. Blaue Hütte hier können wir tatsächlich noch mitnehmen. Weil wir ja noch 2 Gas-Analyzer finden müssen. Da sind diese Registerschränke tatsächlich häufig genau das Richtige. Also wer jetzt bei dem Playthrough tatsächlich enttäuscht ist, dass hier nicht nonstop Action ist, ich denke, der hat den Sinn und Zweck von Tarkov noch nicht so ganz raus. Wie gesagt, am Anfang ist es erstmal Missionen, Questen, Level voranbringen, auch die ganzen Passiv-Skills zu leveln, versuchen am Leben zu bleiben, versuchen so viel wie möglich Runden zu überleben, um dann hinten raus sich bessere Ausrüstung leisten zu können, um dann auf Player-Jagd zu gehen. Also für mich persönlich fängt PvP eigentlich immer erst ab Level 30 an, wo ich gezielt Level 30, vielleicht sogar erst Level 40, wo ich gezielt auf Player-Jagd gehe. Davor ist es halt meistens nur Hilfe zur Selbsthilfe, Selbstverteidigung. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde in irgendeinem Busch rumhocken sollte. Sondern ihr solltet schon versuchen, so aktiv wie möglich zu spielen. Aber Customs ist halt nach wie vor noch der Wilde Westen. Und da tut man ganz gut daran, wenn man... Das habe ich ja auch im letzten Playthrough schon gesagt, falls ihr das gesehen habt, aber auch für die Leute jetzt nochmal. Ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen. Wenn ihr so die ersten 5 bis 10 Minuten überlebt, dann steigen eure Überlebenschancen nicht ins Unermessliche. Aber ich würde mal so sagen, ihr steigert eure Überlebenschancen dann um gute 20 bis 30%. Weil sich dann die Schwitzer schon alle gegenseitig umgebracht haben, weil dann die Runs auf die wirklich krassen High-Loot-Spawns schon vorbei sind. So, hier hat jetzt natürlich leider schon jemand unsere Scavs umgebracht, aber das ist gar nicht so schlimm. Es gibt ja immer noch ein paar, die nachspawnen. Scav-Player kommen ja auch noch. Mal kurz gucken, was er für uns dabei hat. Also wie gesagt, gerade den Fehler, den die meisten Anfänger oder auch Lowbirds machen, ist gleich am Anfang als Level 5er oder Level 10er irgendwo zu den High-Loot-Spawns zu rushen und dann die ganze Zeit auf die Fresse zu bekommen. Wenn man sich manchmal einfach ein bisschen Zeit lässt, ein bisschen wartet, ich kann jetzt hier vorne gleich nochmal rausgucken, ob vielleicht auf der Straße einer steht. Und ihr solltet als quasi Low Level nach Möglichkeit nur fighten oder den Fight suchen,
Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt den Vorteil oder den Überraschungsmoment auf eurer Seite. So, hier ist keiner mehr, der liegt auch schon tot da. Also wenn ihr der Meinung seid, ihr habt den Überraschungsmoment auf eurer Seite, dann macht es Sinn. Aber ihr habt ja in der letzten Folge, ich glaube es war die letzte Folge oder vorletzte Folge, auch gesehen, dass ich auch einfach dann mal in der Situation zwei, drei Leute habe laufen lassen. Auf Woods. Einfach weil in der Situation für mich der Fight keinen Sinn mehr ergeben hat. Wir können jetzt hier mal ganz kurz das Magazin nochmal auffüllen. Weil wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß, viele machen das nicht und viele kämpfen dann so lange, bis alle Magazine leer sind und dann laden sie erst auf. Ich persönlich immer, wenn ich einen ruhigen Moment habe, versuche meine Magazine eigentlich, wenn ich geschossen habe, immer voll zu haben. Ich weiß nicht, so ein Tick. Vielleicht auch noch aus meiner Bundeswehrzeit, ich weiß es nicht. Ich hasse es, mit angefangenen Magazinen durch die Gegend zu laufen. Weil man weiß nie, wann man sie braucht. Hier können wir jetzt kurz reingucken. Steigert im Übrigen euer Search-Level enorm. Weil ich eh keinen Platz gerade mehr für Rigs in meinem Stash habe, nehme ich diese Rigs jetzt auch nicht mit. Hier kann jetzt auch schon wieder ein Scav irgendwo zwischenstehen. Wir stehen auch ganz gerne bis zu 5. Auf der Straße kann man noch mal gucken, beim Busdepot. Die Schüsse waren jetzt da drüben, glaube ich, bei der Halle. Wenn ich das richtig gehört habe. Ja. Wie gesagt, hier oben hocken auch gern Spieler rum, die dann snipen, immer ein Auge drauf werfen. Kann auch sein, dass die Schüsse bei der Old Gas Station sind, waren. Kann ich jetzt schwer sagen. Sich jetzt überlegen, über die Tanke zu gehen. Oder über den Shortcut. Ich denke, wir werden jetzt über den Shortcut gehen. Einfach, weil mir da hinten noch zu viel rumgeballert wird. Auch immer vorsichtig sein. Hier würde ich euch zum Beispiel bei der Brücke immer empfehlen, eher unten durchzugehen als oben rum. Das ist hinter der Tanke. Wie sich das angehört hat. Jetzt immer schnell das Kabuff auf. Schließen die Tür wieder. Wir verzichten darauf, hier zu looten. Also, ihr seht das auch. Dass ich tatsächlich auch dem einen oder anderen Fight wirklich aus dem Weg gehe. Nicht, weil ich ein feiges Schwein bin, sondern
Weil ich da jetzt schon wieder zu viele verschiedene Waffen gehört habe. Das heißt, dass ich davon ausgehen kann. Sind auf jeden Fall wieder so Taschenlampenschwitzer. Ich habe die Granate noch aufkommen hören. Ich dachte, dass sie hinter dem... Es waren hier wieder so drei Vollprofis. Da habe ich jetzt gedacht, okay, ich kann sie platt machen. Ich weiß nicht, ob ich... Einen habe ich von denen erwischt, der war wenigstens auch ein Jusek. Ich habe die Granate zum Schluss jetzt noch aufkommen hören. Dann dachte ich, okay, sie ist neben dem Gabelstapler. Das waren jetzt auch wieder hier so drei Vollprofis, die alle drei mit... Pilgrim durch die Gegend. Bei solchen Leuten, da denke ich mir dann immer so, okay, ich habe den Überraschungsmoment jetzt auf meiner Seite. Ich hätte gerne zwei von denen gehabt. Schade, dass der erste nicht mit dem Kopfschuss umgefallen ist, weil dann hätte ich den anderen auch noch holen können. Das Problem war, ich hätte mich da, nachdem ich gesehen habe, dass ich maximal einen habe, hätte ich mich noch weiter nach hinten absetzen sollen oder erst die Handgranate werfen. Die F1, die kam ziemlich gut geflogen. Wie gesagt, als ich sie aufkommen hören, da war ich ganz kurz positiv gestimmt, dass die Granate noch vor dem Gabelstapler liegen geblieben ist. Aber die ist scheinbar direkt neben mir liegen geblieben. Also perfekte Granate. Leider. Deswegen jetzt nur einen geholt. Ah, das war jetzt wieder so eine Situation, ich hätte dem Ganzen aus dem Weg gehen können, dadurch, dass ich aber sowieso eine Killquest habe und dadurch, dass ich mit einem RPK mit 60 Schuss eigentlich das Gefühl hatte, okay, ich könnte da jetzt zwei holen, wenn ich ein bisschen besser geschossen hätte, hätte ich auch schon zwei gehabt und dann wäre es eine 1 gegen 1 Situation gewesen. So habe ich leider nur einen geholt, aber... Wie gesagt, da war ich so, ich hatte nicht wirklich wertvollen Loot in der Tasche und das Quest-Item, ja mein Gott, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich denke, die wären recht lukrativ gewesen, wenn wir die hätten ausziehen können. Und da habe ich dann jetzt einfach gedacht, ja, mein Gott, unser Stash ist eh voll. Let's go for it, lass uns das mal probieren. Hat jetzt nicht geklappt. So, dann würde ich sagen... Rüsten wir uns definitiv nochmal aus. Wir können jetzt hier mal ganz kurz noch was trinken. Können wir hier auf jeden Fall noch was essen. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Den Helm nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das können wir. Jetzt würde ich fast sagen, geben wir der AKM einfach nochmal eine Chance. Den Rucksack hier rausholen. Nee. Das ist schon besser. So, WP-Munition haben wir ja noch. Gut was am Start. Dann auf jeden Fall nochmal eine Handgranate. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die Handgranaten zwischengepackt habe. Ein paar hatte ich ja noch. Ah, da sind sie. Nehmen wir mal die VOG. Ah, doch, nehmen wir mal die VOGs mit. Dann
Hier noch was zu essen wieder reinpacken. Sie ist ja schon fast keine Platzprobleme mehr. Jetzt hauen wir das da rein. Tun nochmal Wechselmunition auf jeden Fall hier rein. Ganz kurz, was wir noch so an Heilkram haben. Hier haben wir noch unser Leber, das ist immer gut. Painkiller mit. Jawohl, ich denke, so sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir können ja nochmal zum Blutstillen was mitnehmen. Und dann würde ich sagen, geben wir dem Ganzen nochmal ein Go. Ja, dann let's go nochmal auf Customs. Also ich rate euch natürlich dringend ab, in so einer Situation jetzt gerade, wenn ihr in der gleichen Situation seid und ihr seid jetzt vielleicht noch nicht so lange bei Tarkov am Start. Wir hätten ohne Probleme da hinter den Rohren sitzen bleiben können. Die wären weitergelaufen, die wollten durch einen Shortcut. Also die sind scheinbar auf der Seite gestartet und sind da durchgelaufen. Aber ich persönlich kann mir das dann in dem Moment nicht verkneifen. Einfach natürlich, weil ich ja euch auch ein bisschen was bieten will. Auf der anderen Seite, weil ich mir dann so gedacht habe, die Typen, die da mit 3 Taschenlampen die ganze Zeit hüpfen, springenderweise durch die Halle marschieren. Also die Reinform von Schwitzer, dann alle noch mit so einem großkotzigen Pilgrim auf dem Rücken. Da musste ich einfach versuchen, die Typen alle platt zu machen. Wie gesagt, hat jetzt leider nur für einen gereicht. Habe mich vielleicht ein bisschen dumm angestellt da an der Stelle. Ich hatte kurz gehofft, dass ich vielleicht 2 weggesprüht habe. Aber wie gesagt, ich in so einer Situation, gerade wenn ich jetzt auch noch Jusix töten muss, konnte ich mir das nicht verkneifen. Aber ich rate trotzdem davon ab, auf Customs, wenn ihr seht, da ist so eine vollgegierte Dreierlobby, dann jetzt unbedingt da den Shootout zu suchen. Es sei denn, ihr sagt, ey komm, so wie jetzt in meinem Fall, sowas richtig Tolles habt ihr noch nicht dabei. Let's go. Probiert euer Glück. Wenn ihr euch dann nur ein ganz klein bisschen besser anstellt als ich, dann hier hat mir vielleicht dann auch so das Hammer oder so gefehlt, so ein Scope, wo man noch ein bisschen präziser auf den Kopf schießen kann, keine Ahnung, aber das war jetzt, ich denke, es war das Risiko wert, weil wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite hatten, und wenn ich da in der Situation einfach ein ganz klein bisschen besser geschossen hätte, wären schon 2 Typen tot gewesen, und dann wäre es, wie gesagt, dann wäre es eine 1-gegen-1 Situation. Hätte Fahrradkette, nächste Runde. Und da geht's ja auch schon los. Regen, das ist natürlich nicht so geil. Mal gucken, wo wir diesmal starten. Haben auch leider nur 2 Scavs in der Runde geholt. Ist auch ein bisschen wenig für das ganze Gear, was wir da investiert haben. So, wir müssen jetzt hier sogar hier lang, weil wir Informationen über The Chief's Deputy's Past brauchen. Die Tasche kneife ich mir jetzt mal kurz. Gucken, ob da vorne irgendwas durch die Gegend strunzt. Also hier ist auch noch ein Spawn. Da hinten in der Selbstmordhalle ist ein Spawn. So, wir warten jetzt hier nochmal ganz kurz ab, ob vielleicht noch was von hinten kommt. Ob wir hier was in der Halle hören. Irgendwer ist, glaube ich, schon Richtung Tanke losgerannt. So hört sich das zumindest an. Das hört sich jetzt nach Old Gas Station an. Da wäre ich persönlich am liebsten jetzt gespawnt.
Also scheint hier noch recht ruhig zu sein. Immer wenn ich das sage, spielt die Regie eigentlich Gegner ein. Hier hinten nochmal ganz kurz das Versteck machen. Guck mal, das jetzt schon wieder ist, da. Alles jetzt nicht die allerkrasseste Munition, aber besser als nichts erstmal, können wir verkaufen. Wir könnten jetzt hier reingehen und hier looten. Aber bin ich auch nicht so der große Freund von. Kann auch überall schon immer mal wieder jemand drin hocken. Und wir sind ja sowieso nicht hier zum Looten. Sondern weil wir eigentlich... So, keine Ahnung, wer der war. Ich glaube, es war ein normaler Scav. Ja, war ein Scav. So, da hinten, wo der High-Loot-Bereich ist, da kriegen sie sich gerade... Aber das ist... Ehrlich gesagt jetzt auch nichts, wo ich mich so gerne einmischen mag. Hier war auch schon jemand drin. Hier ist unsere Mission. Also wie gesagt, ich mag die Halle da hinten nicht, weil man da aus allen möglichen Fenstern beschossen werden kann. Deswegen mache ich da eigentlich immer einen Bogen drum. Wenn ich alleine spiele, dann gehe ich da tatsächlich meistens nicht rein. Einfach aus dem Grund, weil da zu viele Ecken sind, wo man campen könnte. An dem Versteck hier war noch keiner. Wasserflasche, das ist schon mal gut. Hier oben kann Sniper-Scav drauf spawnen. Das ist aber scheinbar immer ein Sniper-Scav, der echt verzögert spawnt. Hier in der Halle kann auch ein Scav starten. Da in der Ecke campen gerne Leute. Wie gesagt, es macht natürlich auch bei eurer Analyse immer einen Unterschied. Seid ihr alleine unterwegs? Seid ihr zu zweit oder zu dritt? Zu zweit oder... Das ist jetzt davor der Tanke gewesen. Wenn man zu zweit oder zu dritt ist, kann man natürlich deutlich koordinierter zum Beispiel auch so ein Haus stürmen. Wenn ihr später bessere Ausrüstung habt, wenn ihr ein höheres Level habt, dann denke ich, macht es auch Sinn. Dann kann man auch mal da reingehen, wenn man Action sucht. Aber wie gesagt, so gerade am Anfang, wenn ihr quasi noch nicht so viel habt und ihr auch die ein oder andere Runde mal überleben wollt, dann ist das Stichwort eigentlich immer kontrollierte Offensive. Versucht nach euren Konditionen zu fighten. Da ist auch schon jemand reingerannt.
haben wir ein ernstes Problem. Wir wollen jetzt definitiv zurück hier in die Halle. Haben jetzt auch gerade gut Heilkram verloren. Also wir wechseln jetzt erstmal das Magazin. Dann müssen wir uns ein bisschen verarzten. Also das waren jetzt ein paar viele Scavs. Der SKS-Scav, der hat jetzt zum Schluss mal richtig reingehauen. Dadurch, dass ich am Anfang so viele Schüsse gehört habe und die Tür von der Old Gas Station auch schon offen war, bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass da noch drei Scavs stehen. So, ich habe mir jetzt hier einen Painkiller reingedroppt. Also falls ihr euch wundert, warum das so ein bisschen krisseliger ist, das Ganze. Das liegt an dem Effekt des Painkillers. Ich werde mir jetzt hier erstmal die beiden Arme wieder antackern. Und ich denke, das war's dann auch schon mit unserem Saleva. Das heißt, wir müssen dann schauen, dass wir irgendwoher noch was Neues zum Heilen finden. Hinter der Tanke ist eine Sandtasche. Aber wenn schon jemand die Tanke gelootet hat, dann denke ich, dass die Sandtasche auch gelootet worden ist. Auch das ist jetzt alles noch vor der Old Gas Station. Wir haben ja auch noch auf jeden Fall Player hinter uns. Die im High-Loot-Bereich da oder auch Porno-Mansion gelootet haben. So, ihr seht aber, Painkiller-Effekt ist schon wieder weg. Painkiller halten wirklich nur ganz kurz. Und dienen dann in dem Moment auch nur dazu, sich schnell nochmal in Sicherheit zu bringen. Sind jetzt nach besten Kräften wieder hochgeheilt. Würde ich tatsächlich sagen, wir gucken hier nochmal ganz kurz raus. Ob hier noch irgendwo ein Scav rumläuft. Hier auf dem Hof stehen ja auch ganz gerne mal welche. Sieht aber nicht so aus. Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben auf jeden Fall noch Player. Kann natürlich sein, dass die jetzt auch über die Tanke sind oder dass das die Leute sind, die bei der Tanke da gerade so Randale machen. Aber wir haben auf jeden Fall noch Player hinter uns. Und es können jetzt ja mittlerweile auch schon Player von vorne kommen, also... Hier kann man auch mal nach Heilung gucken. Hier liegen ein paar viele Tote, also hier sind wohl welche nachgespawnt. Da sprintet auch noch jemand rum. Obwohl auch nur ein Scav. Noch ein Scav. Also ziemlich krasse. Warum ich mich nicht gerne hinlege. Hat auch ganz einfachen Grund. Weil man das so weit hört. Es ist natürlich. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile, wenn ihr euch hinlegt.
fallt ihr weniger auf. Aber ihr hört auch, wie laut das ist, ne? Ach, das war sogar ein Hunter-Dude, der uns hier angegangen ist. So, trinken wir das mal. Wie gesagt, ich will hier eigentlich auch nicht zu lange bleiben. Ihr seht, wie laut das ist, ne? Das war ein solider Kopfschuss. Das heißt, die Weste hier ist auch noch voll. Ich könnte jetzt meine wegwerfen, ganz klar. Aber das will ich eigentlich nicht tun. Sondern wir sortieren jetzt aus in nützlich, nicht so nützlich. Das können wir alles wegwerfen. Dann schleppen wir das jetzt mit. Dann haben wir zumindest schon mal wieder, wenn wir es überleben sollten, eine neue Weste. Zum Mag-Check. So, jetzt können wir hier nochmal ganz kurz gucken. Hier liegt tatsächlich sogar noch was. Das ist eine Maske, die brauchen wir nicht. Hier war noch keiner dran. Jetzt ein frisches Saliva oder so, das wäre schon fair. Ein IFAC oder sowas. Jetzt. Also was zu heilen, das wäre jetzt gut. Selbst wenn es nur ein AI ist. Das können wir schon mal mitnehmen. Dass wir im Zweifel wenigstens uns hier noch rausheilen können. Allzu viel AP haben wir ja sowieso nicht mehr. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube nicht, dass jemand Strom angemacht hat. Von den Dudes. Wenn jetzt hier auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir da oben jemanden rumtoren sehen. Keinen gesehen. Ich sage, gehen wir hier ganz hinten rum. Das ist, glaube ich, durch die Weste auch ein bisschen überladen. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier die Ausdauer uns aufsparen. Aber grundsätzlich ist das jetzt auch nicht so schlimm, weil wir müssen ja sowieso noch zur Roten Halle. Ich würde jetzt hier nur rausgehen, wenn der Checkpoint nicht offen wäre. Das ist jetzt ja auch noch eine schöne Trinken. Also da auf Fort Knox verzichte ich jetzt erstmal. Wir haben hier hinten noch die Möglichkeit, vielleicht am Übergang beim Welcome to Tarkov Truck 2-3 Skeps zu töten. Aber dadurch, dass wir unsere Heilvorräte ich habe hinter mir einen Skev gehört, ja. Da müsst ihr auch drauf aufpassen, ne? Wenn genau das, was meine ich. Oh, ich hab's gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen, da müsst ihr auf jeden Fall drauf aufpassen. Wenn die ans Maschinengewehr gehen, dann seid ihr auch ruckzuck weg. Oh mein Gott. Da scheißt man sich auch kurz ein bisschen ein. Ich hoffe, er sieht mich jetzt nicht mehr. Yeah.
Du lieferst rum. An uns, gell? Also hier wäre offen. Ich wollte es gerade sagen, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr das hört, dass der Scav auf euch getriggert ist. Die gehen auch an die schweren Waffen ran. Und als ich es gesagt habe, hockte er schon am Maschinengewehr. Oder ich wollte es gerade aussprechen. Da hockte er schon am Maschinengewehr. Ich würde sagen, lassen wir es für die Runde mal gut sein. Dann können wir wenigstens eine Sache abgeben. Und das andere eilt ja sowieso noch nicht. Haben wir wieder ein paar Scavs getötet. Wir haben mal eine Runde. Das ist auch immer wichtig, ne? Schafft für euch selber Erfolgserlebnisse. Ja, riskiert nicht zu viel in den einzelnen Runden. Schafft euch Erfolgserlebnisse. Das motiviert einen ungemein, wenn man dann Runden überlebt. Wenn man dann auch ein bisschen was mit rausschleppen kann. Wir haben jetzt hier 6 Scavs in der Runde gekillt. Denke ich, war nicht allzu schäbig. Wir haben ein bisschen was mit rausgeholt. Wir haben vor allem jetzt auch direkt wieder eine neue 4er Weste, wenn wir sie dann nutzen wollen. Wir können jetzt eine von den Quests abgeben. Player haben wir jetzt nicht gesehen, beziehungsweise an der Tanke waren Schüsse, Player und in der einen Loothalle waren auch Player. Da muss ich jetzt fairerweise sagen, da bin ich jetzt absichtlich auch dran vorbeigegangen. Die Waffen können wir jetzt hier nochmal fix verkaufen. An zum Beispiel Mechanic. Zack. Dafür müssen wir auf holen, damit wir sie hier reinkriegen. So. Hier auch noch ein bisschen Knete gemacht. Also alles in allem würde ich sagen, war das eine durchaus brauchbare Runde. Ich sortiere mal wieder meinen Stash ein wenig. Geben aber jetzt hier schon mal die nächste Quest ab. Chemical Part 1 ist das. Und dann kommt Chemical Part 2. Da kriegt ihr den Schlüssel von 220 wieder. Und dann müsst ihr jetzt in Dorms, oder müssen wir in Dorms 220 rein und den Stick und das Foto holen. Also da müssen wir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen vorsichtig agieren. Aber das passt ja trotzdem ganz gut. Das ist der 220-Schlüssel, von dem die Rede war. Die Packer können wir direkt verkaufen. Wir sind aus dem Alter raus, wo wir Packers tragen. Eine volle Packer. Ich hier sogar verkauft für, wenn ich das hier richtig sehe, 30.000. Stellen wir die mal auf den Flea-Market rein. Zack. Das Geld schadet ja nie. Das können wir an Ragman, glaube ich, den Bart oder an Skier. Ich weiß gar nicht, wer den Bart kauft. Was gibt Therapist dafür? Also nur Ragman. 10.000. Schlüssel tun wir hier wieder in unser Schlüsselarsenal. Ja, und dann haben wir jetzt hier Level 13 schon erreicht und sind schon auf dem Weg zu Level 14. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Händler mit Therapist auf der Stufe 2. Das gibt uns jetzt Zugang zu den Lucky Scav Boxen. Die kosten hier 1,9 Millionen. Ich habe sie für 1,6 auf dem Flea-Market gekauft. Ihr könnt mal ganz kurz gucken. Also bei den Lucky Scav Boxen, ihr seht das hier, die sind auf dem Flea-Market tatsächlich günstiger als bei Therapist. Also da auf jeden Fall drauf achten. Wenn ihr euch eine kaufen wollt, würde ich sie auf dem Flea-Market kaufen, weil bei Therapist kostet sie gut 300.000 Rubel mehr. Ja, dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal sind wir wieder auf Customs unterwegs. Wir brauchen ja noch mindestens 7 Scavs für Therapist, 17 Scavs für den guten Prapor. Dann brauchen wir noch 6 Usex und wir müssen noch Gas Analyzer finden. Wir müssen dann auch rein in Dorms, um bei Chemical Part 2 noch die Beweise zu finden, den USB-Stick und das Foto. Also wir werden noch eine ganze Menge Customs vor uns haben. Das kann ich jetzt hier erstmal wieder reinlegen. So. Dann haben wir wieder ein bisschen zusammenhängenderen Platz. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.